choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Honkai Star Rail. Habe ich meine Kopfhörer richtig? Ja. Wir sind da links und rechts hier sortiert. Aua. Ich bin hier um die Ohren gehauen. Und ja, wir sind hier in der Story von Honkai Star Rail, Pinakuni, der Dingensplaneten. Kann man dort irgendwo nachgucken, wie viel wir noch so haben? Da gibt es doch hier irgendwo eine Datenbank. Nein, hier ist das nicht. Oder ist das da? Irgendwo kann man nur den Story-Modus jetzt nachgucken. Das ist erst seit kurzem ein Ding. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, wo man das findet. Bücherregal. Nein, also nee, Mission. Unter Mission ist dann, ne? Dann Schicksalskreuzung. Getöse. Da sieht man aber nicht so. Wir sind immer noch hier. So, ich weiß nicht. Fortsetzung folgt. Ich weiß nicht, ob da, ob das schon. Halt, warte. Kann man da runter? Die werden wahrscheinlich hier noch gar nicht hier angezeigt, ne? Ist auch egal. Machen wir in der Story weiter, ne? In der letzten Folge haben wir mit Glühwürmchen hier einen Kampf gegen so ein komisches Viech gemacht und wurden von Schwarzer Schwan gerettet, welche uns jetzt hier irgendwo anders hingebracht hat, wo wir jetzt hier ein paar Sachen machen müssen. Ne? Wir finden uns hier in Hotel Reverie in der Traumlandschaft und wir sollen hier mal uns ein bisschen umschauen. Und Silberwolf hier hat uns auch irgendwie so einen Code geschickt, womit wir hier hingelangen. Ne? Und wir müssen gucken, was hier so abgeht. Ne? Wer hier hinter den Chaos von dieser Traumlandschaft hier steckt, ne? Weil hier sind einige krumme Sachen am passieren und irgendjemand ist schuld daran. Aber wir wissen noch nicht warum, aber wir werden es wahrscheinlich herausfinden irgendwann. Du siehst, wie die Wahrerin der Erinnerung die Augen verschließt. Auf fast schon telepathische Art sucht sie nicht nur den Raum, sondern auch jede Ecke außerhalb ab. Oder einfach ein Schlaghammer raus. Eine Sekunde. Hast du ihnen nicht auch geholfen? Hast du nicht am Anfang gesagt? So, oh, ist das Himiko? Ja, das Glühwürmchen. Stimmt, Welt ist ja draußen geblieben, ne? Also sind ja nur Himiko und Merz hier, ne? Glühwürmchen, was macht sie dort? Okay. Könntest du bitte mein Puzzle lösen? Okay, ich mache ja schon. あなたたちが彼女に対するイメージを組み立てるのを助けてくれる。ええ、ごめん、ごめん、ごめん。頭の中でしっかり掴んで整理して形にしてちょうだい。さっきよく知っている記憶を
いくつか補足したのだけど、ここに現れた友人、ここを通り抜けて。 War ich so schnell? Es tut mir leid. Ich bin ja voll außerhalb der Karte. Boah. Na gut. Moment, oh, ist hier so still, ne? Wie man hier die ganze Zeit die Schritte hört. So. Die Luke schließt sich. Deine Gedanken vom wirbelnden Strom durchgeschüttelt und mitgerissen versinken in einen tiefen Abgrund. Was wird sich dir offenbaren, wenn du die Luke wieder öffnest? Das kann möglicherweise niemand beantworten. Doch ich in 2 Minuten. Eine unbeschreibliche Flüssigkeit, Dunkelheit fließt aus deiner Brust in deinen Rachen. Du scheinst von ihnen heraus zu ersticken. Dann ertönt plötzlich eine Stimme. Okay. Weil sie müde sind. Der Ursprung des letzten Seufzens ist nicht klar. Ich sehe es. Dieser Vogel. Dieser Vogel. Oh, hi. Meins. Dusch. Muss ich hier die Furia suchen? Lady Vermilion. Ich habe keine Angst vor dir. Piep. Oh, das ist nicht die Stone. Du hast mich ganz schön erschrocken. Du kommst mir nicht bekannt vor, lieber Kunde. Willkommen im Stadthotel, Piep. Stadthotel? Ja, das einzige Hotel im Traumstadt und noch mein ganzer Stolz, Piep. Schau diese Ästen, gebeuten, verträumten Kuppel an. Die geschnitzten und mit Stein verzierten Wände. Den glanzvollen mit Lehm gepflasterten Korridor. So romantisch. Möchtest du nicht gerne eine unvergessliche und wunderschöne Nacht verbringen, Piep Piep? Danke für die Einladung, aber ich habe heute Nacht schon hier verbracht. Was? Vielen Dank für den Aufenthalt. Wir hoffen, Stone hat dich letzte Nacht nicht wach gehalten. Falls du immer noch Angst hast, kann ich vorbeikommen und beim Einschlafen helfen, Piep. Es ist wirklich schade. Unter normalen Umständen würde ich dich anständig unterhalten, Piep. Aber in letzter Zeit hat Stone viele Bösewichte zu Tage geschickt und ich mache mir wirklich Sorgen um die kleinen Vögel, die ausfliegen. Es wäre wunderbar, wenn du mir, wenn mir ein herzensguter Gast dabei helfen können, sie zu finden, Piep. Der Origami-Vogel zwinkert dir mit seinen leuchtenden Augen zu und du bist nicht sicher, ob er mit dir flirtet oder ob der, achso, der Dialog, der gerade am Reden ist. Oder ob er mit dir flirtet oder ob das ein normales Vogelverhalten ist. Ja, ich möchte dir helfen. Du bist wirklich ein guter Mensch, Piep. Sobald alle Bösewichte von Stone verschwunden sind, zeige ich dir die Traumstadt, Piep. Bitte, lieber Gast, falls du im Hotel einen der anderen Vögel siehst, schicke sie bitte zum Mammutbaum. Ich werde dich dafür belohnen, Piep. Okay, mache ich doch gerne. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun, ne? Ja. Was ist hier los? Nichts. Das Glühwürmchen. Das ist eine Truhe. Wo gehe ich zuerst hin? Das war zum Einsammeln. Nein! Yay! Oh. Ah, nee, nicht das Vieh schon wieder. Okay, was ist gerade passiert? Ist das ein Traum? Ja, habe ich nämlich auch gedacht. Sie hat sich ein bisschen aufgelöst, also. Aber ich will ganz ehrlich sein,
Davon habe ich gewusst. Ich habe gewusst, dass sie stirbt oder was auch immer das gerade war. Davon habe ich gehört. Das habe ich schon irgendwie, so weiß nicht, in so einem Forum mal irgendwie gelesen, auf Hoyo Labs oder so. In dieser Reddit-Ort, wo manchmal wo ich hin und wieder mal abchecke, ne? Und da habe ich das schon irgendwie gesehen. Also da war kein Spoiler für mich leider. Deswegen hat mich das jetzt nicht so geschockt. Ich habe eigentlich nur gewartet, bis das passiert. Aber das sah jetzt für mich nicht nach einem Tod aus irgendwie. Sie hat sich irgendwie in Wasser aufgelöst. Und wir sind gerade in der Traumlandschaft, von daher... Ne? Ich nehme an, sie ist nur am Leben. Ich glaube jedenfalls, sie ist nur am Leben, aber... Es ist schon mal ein Charakter in diesem Spiel gestorben, von daher... Hm. Aber gucken wir mal. Guck mal, was hier als nächstes passiert, ne? Ah ja, Glühwürmchen ist gerade drauf gegangen. Das kam, ne, irgendwie nicht. Keine Sorge, mir geht's gut. Wie gesagt, ich wusste es schon. Bin schon mal darüber gestolpert, über diesen Spoiler. Deswegen ja. Ich habe erst einen Check bekommen, weil ich gegen das Viech noch mal kämpfen musste oder so. Darauf hatte ich gar keinen Bock gehabt. Yomi. Nein, dann haben wir deinen Hilfsangriff nicht mehr. Nein, zum Glück habe ich alle Gegner hier erledigt. Ich glaube nicht, dass sie tot ist. Du hast gerade die Klinge nicht gezogen. Warum? Oh. Sumanai. Watashi ni sentaku no yochi wa nakatta nda. Hm. Boah, ich kann sie voll irgendwie verantwortlich haben. Auch sie hat keine Wahl. Als erstes müssen wir herausfinden, was passiert ist. Ah, so da na. Da ga mada sono toki janai. Junshu no mai ni. Und ich muss ihn schon wieder gegen das Viech kämpfen. Glaube ich nicht. Das Spiel behandelt das schon, als wäre sie endgültig tot. Dafür ist mein Charakter ganz schön gechillt irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie tot ist. War ein bisschen zu, weiß nicht. Zu plötzlich. Oh, du bist wieder zurück? Oh, Gott sei Dank. No, Mann. Merz ist tot. War. Die war eine Erinnerung, reicht dir eine Erinnerungsbasis und deutet an, dass du sie dir in die Stirn drücken sollst. Als du der Anweisung folgst, scheint eine klirrende Kälte durch seinen Körper und löst sich danach in ein klares Bild auf. Du siehst, wie Himeko und 7. März von der Familie aufgehalten werden. Schwarzer Schwan steht neben ihnen, allerdings unbemerkt von der Familie. Die Erinnerung in der Blase endet hier. Himeko-san に頼まれた通り、2人を連れて現実に戻ろうと思うの。あなたが無事でいてくれてよかった。出発しましょう。話の続きは。
Aber wir sind noch ungefähr 20 Truhen. Black Swan. Mein mentaler Status war noch nie stabil. Danke. できるだけ避けたいの。それに撤退するときにホタルさんのために何かできることがあるんじゃないかしら。 この辺りには彼女の痕跡が残ってる。それが完全に消えてしまう前にあなたたちの記憶にしましょう。道すがら調査ができるならそれもいいな。それじゃ出発しましょう。まずは別の道を探さなければならないけれど。Okay. Wenn das Viech nächstes Mal auftaucht, hau ich es einem mit einem Baseballschläger rüber. Du beobachtest, wie Archon sich abwendet. Du erinnerst dich, dass sie sich dort in einer bloßen Illusion aufgelöst hat. Du siehst, wie sie innehält, die Lippen zusammenpresst und die Augen niederschlagen. Nach einem Moment beugt sie sich hinunter, als ob sie etwas aufheben würde, und erhebt sich wieder. Also sie ist jetzt einfach tot. Und unsere Charaktere akzeptieren das alle. Munter mich auf. Ich glaube das irgendwie nicht so. Ich habe Pause. Oh, das ist nicht, Lady Barbillion. Du hast mich wirklich erschreckt. Ja, ich muss bald wieder zurück zum Mammut bauen zurück. Sonst merkt Lady Barbillion noch, dass ich faulenze. Also wir nehmen jetzt, wir akzeptieren jetzt einfach mal alle, dass sie tot ist, nehme ich an. Die Charaktere scheinen sich relativ sicher zu sein. Fair Play. Okay, ich weiß nicht. Da ist alles ein bisschen sehr verdächtig, ne? Wir befinden uns in einem Traum und sie wurde einfach so mitten aus nichts getötet. Und wenn sie tot ist, dann glaube ich nicht, dass sie irgendwie tot bleibt. Ne? Vielleicht bin ich einfach wieder noch zu positiv, aber ne? Mal schauen, ne? Was passiert. Was ist das hier? Das wäre so eine Uhr. Mache ich auf Screen. Aber ich will da vorankommen. Guck mal, noch hier ist. Ne? Ich habe so Gefühl, ich muss mich hier schnell wegbewegen, auch wenn der Song ja gerade wunderschön ist, aber. Dann ist halt immer das Problem mit dem Kopierschutz, ne? Warte, ich glaube, ich habe einen Vogel gehört. Hier, die hört man sogar, habe ich gar nicht gemerkt. Ah, du willst mit mir reden, lieber Gast? Sollen wir Lady Vermillion, sollen wir über Lady Vermillion sprechen? Professor Eule, Glocki, wir können über alles reden. Ich will die ganze Zeit Kupo sagen wegen Final Fantasy 7. Augenblick, es ist schon spät. Ich muss zurück zum Mammut bauen. Piep, ruf mich an, wenn du irgendwas hast, wenn du Zeit hast. Piep. Also die Hauptcharaktere scheinen sich alle ziemlich sicher zu sein, dass Glühwürmchen tot ist. Ja, das kann natürlich irgendwie so eine Irreführung sein, ne? So für den Spieler, so ja, die ist garantiert tot, ne? Also wird nur noch schockierender sein, wenn sie dann wieder auftaucht, ne? So in dem Sinne. Stelle ich mir jetzt sogar vor. Kommen wir noch hoch? Ne. Ah, guck mal, was passiert, ne? Aber Tingyun ist auch nicht mehr aufgetaucht, nachdem sie sich ihr eigenes Genick gebrochen hat, ne? Also sie ist auch einfach irgendwie verschwunden, also. Weiß nicht, ob mir das gefällt. So. So, ich will zur VIP-Lounge, bitte. VIP-Etage. Ganze Etage, nicht nur eine Lounge. So, hier ist das Ding, ne? Ja. Okay, ist die Musik vorbei. Leider. Das ist gut und auch schlecht, ne? Gut, dann muss ich mir keine Gedanken um Kopierschutz und so machen, ne? War schlecht, weil da war ein schönes Lied. So, wie viele Truhen habe ich hier? Ich habe erst 8 Truhen von 33. So.
Bist du ein neuer Gegner? Habe ich ja immer noch. Ja, pff, jetzt fängt der Dialog an, ist klar. Ja. Mach ich jetzt alle hier mit fertig. Mit jedem Kill scheint sich der Lauf wieder aufzufüllen. Und die Kämpfe relativ easy macht. Nein, jetzt habe ich dann abgebrochen. Nein, ich dachte, da kann man. Oh Gott. Ah, das wäre so ein Rätsel. Mache ich offscreen. Mache ich alle offscreen. Wir konzentrieren uns hier auf die Story. Oh Mann. Wie kommt denn da auf? Wir sind da jetzt frische Leichen, keine Sorge, wir können hier chillen. Von Überresten dieser Kreatur sind schmale und tiefe Wunden zu erkennen, sowie deutliche Brandspuren, einige Funken. Schweren, seltsam tanzen nur mehr und erinnern dabei an zerstörte Sterne, die unterwegs sind, zu neuen Äon der Nichtigkeit. Also einer Götter hier, den die Leute hier anbeten. Ich weiß nicht, ob der 9 ist, also römisch 9 oder Red X ist. Ne? Oder ist einer der Äons, einer hier. Diese Kreaturen oder diese Götter, denen die Leute hier folgen können, so Nichtigkeit, die Jagd und Zerstörung und also was, ne? Überreste dieser von einer unbekannten Waffe durchbohrte Kreatur lassen Innen- und Weichteile erkennen, die offenbar durch intensive Hitze rasend schnell aufgelöst wurden. Alter, du kannst dich nicht weiter nähern. Der heiße Rauch, der vom vernichteten Körper ausgeht, würde dich ganz ohne Zweifel verbrennen. Wir wurden verkohlt, ja. Ich meine, so viel haben wir schon herausgefunden, ne? Darum ist noch ein Puzzle. Irgendwo ein Vogel. Die Überfläche der Überreste dieser Kreatur scheinen keine Besonderheiten aufzuweisen. Doch als du sie berührst, spürst du eine solche Brennnähte, dass du die Hand sofort wieder wegziehst, als hättest du einen Stromschlag bekommen. Ganz ohne Zweifel tobt ein wildes Inferno in diesen Überresten und strebt nach auszubrechen. Zu deiner eigenen Sicherheit sollst du am besten Abstand halten. Oh, ist das die Mission? Wer ist der Mörder? Ist das deine letzte Quest hier? Ich nehme an, wir sind ja immer noch im ersten Kapitel von Pinakoni, ne? Also dieser eine Typ hier, der Sam, von dem Silberwolf geredet hat. Ja, wer auch immer das war, Welt hat den, glaube ich, als erst erwähnt. Der ist ja so ein Cyborg oder irgendwie so was, ne? Der hat bestimmt irgendwie voll einen Flammenwerfer. Jetzt müssen wir uns schnell bewegen. Vorhin ist es noch, jetzt können wir voll chilliger hier rumlaufen. Jetzt heißt es, wir müssen uns beeilen. Ich will aber da oben hin. Das ist ein Rätsel, das ich noch nicht machen will. Was ich offscreen machen werde. Hm.
Okay, hier ist doch bestimmt auch irgendwo ein Vogel, oder? Ja, ah, nee. Oder? Nee. Naja, schon finden. Jetzt habe ich noch, ich habe noch nicht nachgeguckt, wo sich die befinden. Kann man bestimmt nachgucken online. In einem Gebiet habe ich ja schon alle gefunden. Sternenanker aktiviert. Boah, was ist denn hier los? Du starrst auf das Ende. Dort scheint irgendeine unsichtbare Präsenz zu sein, die in der ewigen Stille eine unsängliche Hymne singt. Ah, das Ende. Mein einziger Freund. Das Ende. Wir dürfen nicht den Meme aufschrecken. Ich muss. Oh, da ist irgendwas. Wow. Halt. Da brauche ich jemanden, der schießen kann. Lass ich mal kurz jemanden. Er kann schießen. Er kann schießen. Da war's. Wow. Pinaconie, Balloon Rail. Ja, ich glaube, das ist als Anspielung hier an. Es gibt Dutzende Erfolge, die irgendwie Anspielungen an Sachen haben, ne? Muss ich mal ein paar zeigen. Falls hier mal welche finde, ne? Na. Oder so viele, bro. Irgendwann. Irgendwas war irgendwie so, oh, er hat zuerst geschossen oder so, ne? Also Star Wars, ne? Eiskalter Wisch. Achtung, Spieler Nummer 1. Keine besondere Erfahrung. Ja, jetzt ist natürlich wieder. Wo ist mein Pokéball? Stimmt. Wie sind die denn damit durchgekommen, ey? Meisterball. Ja, jetzt finde ich ihn natürlich nicht, aber da gab es schon Dutzende Anspielungen an Serien und so. So, ja. Ja, Nambi hat hier die Fähigkeit. Ah, ne, Conti heißt der auf Deutsch. Ich verliere. Er hat halt diesen Effekt hier. So, das ist ein Boss, wo man Aufstiegsmaterialien hier farmen kann, damit die Charaktere über Level 60 und so weiter alles kommen, ne? Brauche ich nicht. Da kann man normalerweise gegen diese Bosse ja noch mal kämpfen. Das glaube ich hier dieser Affe, ne? Ja. So, switchen wir wieder zurück zu. Aber wenn ja noch ein Boss kommt wieder, ne? Ich habe Angst, ich will schon wieder gegen das Viech kämpfen. Deswegen sollte ich mir vielleicht ein besseres Team immer aussuchen. Aber das Team hat eigentlich funktioniert, ne? Und solange Schwarzer Schwan noch hier mit uns ist, ne? Was sie ganz sicher bestimmt noch ist die ganze Zeit, ne? Dürfte ja noch nicht so schnell ja alles drunter und drüber gehen, ne? So, darunter konnte ich noch. Gehen. Wow. Lass mich hier nur mal umschauen. Moment, da, Hallöchen. Oh, ist hier irgendwo ein Fernseher? Komm ich da hin? Er sieht so aus, als könnte ich hier mit dem Dings, mit dem einen Kollegen da hinrennen. Mit dem Hanno. Da muss hier irgendwo ein Fernseher sein, ne? Oh, ich sehe es auf der Karte. Zeit zum Morphen. Grunz, 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 Grunz. Stones Handlanger. Ach, das ist dieser Stone, von dem die ja reden. Der Feind von dem. Na, komme ich hier vorbei. Wer ist der Mörder? Ach, da ist so die Quest, die ich hier mache. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wie soll ich da vorbeikommen? Muss ich da hoch irgendwo? Ah, da ist ja auch eine Truhe. Ich finde die Musik voll klasse. Ich nehme an, das hier soll irgendwie hier die nehmen, diese Dings sein hier, diese Event-Quest.
Hanno hat Stones Handlanger dank seiner Weisheit überwunden, was beeindruckend ist. Ich nehme an, das muss ich irgendwie während des Events machen. Hier ist ein Minispiel hier von. So, wie komme ich jetzt hier durch? Ich nehme an, ich muss den. Ja. Durch unter dem Tisch, ja, ne? Grunz. Ich komme nicht durch. Ich bin dadurch. Kostbarer Schatz. So, auch wieder 5 Werte. Du hältst von der Stone erbeuteten Schatz und das limitierte Geschichtsbuch von Hanus Abenteuer. Lass mich noch einen Vogel erziehen. Ne? Kann ich den zerren mit ihm? Ja. Hanno, das ist ja Hanno, Piep. Hanno, kannst du Storm besiegen? Cool grunzen. Du bist so selbstbewusst, genau wie Hanno. Ich möchte wirklich an deiner Seite kämpfen, Piep. Ich will alle Vögel des Mammutsbaums versammeln, um dir zu helfen, Storm zu besiegen. Wir werden ihn aus der in der Stadt jagen, Piep. Für mich, als würde ich hier gerade einen anderen Charakter in Spyro spielen. In Spyro 3, da kannst du ja Spyro spielen, ne? Ja, ist ja offensichtlich, ne? Aber du kannst ja auch, kann ich einfach austeleportieren, ja, ne? Ja, man kann ja auch, da gibt es auch noch andere spielbare Charaktere. Irgendwie so spiel, fühlt sich dieser Spielmodus an, als würde ich gerade irgendwie einen der anderen spielbaren Charaktere spielen. So, da unten war jetzt alles, ne? Boah, reg dich ab, Kollege. Nimm das. Wer ist der Mörder? Okay, dann machen wir noch die Quest, ne? Ich hoffe, die wird nicht zu lange dauern. Das ist die einzige Quest, die mich noch davon abhält, hier nicht weiterzukommen in dem Event. Deswegen muss ich mich hier so beeilen gerade. Da ist eine Schatztruhe. Unter uns. Willst du mir jetzt zeigen, wie ich durch Wände gehen kann? Nein. Wo wir hingehen, wirst du nicht durch Wände gehen müssen. Was willst du mir sagen, dass ich eine Kugel ausweichen kann? Okay, neues Rätsel. Irgendwie traue ich Schwarzer Schwan nicht. Klingt, ich weiß nicht, ob das irgendwie an ihrer Stimme liegt oder, aber irgendwie traue ich ihr nicht. Als wenn sie mit Sparkle zusammenarbeitet. Als wir sie zum ersten Mal gesehen haben, hat sie ja mit Sparkle geredet. Ne? Wir waren ja irgendwie in diesem Traum mit Atron, ne? Und da haben wir all die ganzen Charaktere gesehen, die wir noch nicht gekannt haben zu dem Zeitpunkt, ne? Und Sparkle hat mit Dings geredet, mit Schwarzer Schwan. Also dachte ich irgendwie, die haben irgendwie was miteinander zu tun, ne? Außerdem werden die hier in den Events und so die ganze Zeit, die werden auch immer zusammen gezeigt, ne? Also das ist ein bisschen verdächtig. Das Schlagzeug wimmert. Du weißt, dass dieses Instrument in der Realität niemals ein solches Geräusch von sich geben würde. Wir werden ihn nicht verlassen. Wir werden immer, immer zusammen. Heul doch so viel du willst. Wird niemals von uns ablassen. Wir sind Sündiger, die gesündigt haben. Wir sind Sündiger, die gesündigt haben. Wer wird ihn retten? Wer wird uns retten? Niemand wird kommen. Niemand wird kommen. Sündiger verdienen es nicht, geil zu werden. Sie finden es nur, von Beep versklavt zu werden. Trauer? Ja, eine klang mir ein bisschen aggressiv, aber okay, wenn du was sagst. Was ist das denn hier? Aber ich brauche wieder so ein Dingen, damit ich wieder auf die Wand steigen kann, ja.
Maxwell hat die Traumlaseraufladung erhöht. Interaktion mit ungenutzten Traumlasern wird die Anzahl der Einsatzmöglichkeiten kann nicht bis zu 5 überschreiten. Was? Aber ich habe da nur einen. Was? Gehen wir von 5. Ich habe einen. Ich habe eine Auflage da unten rechts. So, hier sind die ganzen Truhen. Guck mal her. Oh, Stück. Solange ich noch schwarzer Schwan auf meiner Seite habe, gerne. Bisch. Konterstellung. Nein, geht auf Clara. Ja, sie kontert trotzdem. Sie muss noch nicht mal angegriffen werden. Sie kann trotzdem kontern. Da. Zack. Ihr seid auch alle gefeuert. Ihr seid alle gefeuert. Und jetzt seid ihr sowas von tot. Ja, du bist gebrochen. Karte. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert mit diesem Angriff, aber ich sehe nur Leute, die die ganze Zeit frecken. Und das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Kaputt. Jawohl. Ist das Ding schon wieder fertig? Nochmal. Ausgezeichnet. Boom. Aua. Wie hier angefangen aufschaden, bin ich voll witzig. Dash. Da geht ruhig alle auf sie. Sie kann die ganze Zeit kontern. Ich baller sie die ganze Zeit hoch, ne? Boom. Boom. Ich glaube, jeder Gegner kann nur einmal von so einer Karte getroffen werden, ne? Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er voll überpowered ist. Wir sind schon wieder voll. Ausgezeichnet. Meins. Reichhaltige Truhe. Okay. Mein Puzzle, wer will es lösen? Ich nicht. Jetzt nicht jedenfalls. Oh. Ganz ruhig, Kollege. Kann momentan nicht gehört. So, wenn ich übrigens getroffen werde außerhalb von Kämpfen, dann ja, dann machen wir die am Anfang Schaden oder kommen sie schneller am Zug dran, irgendwie sowas, ne? So, gehen wir mal da auch. Ach, die Anzahl der Dinger in der Nähe erhöht meine 3. Kann bitte jemand mein Puzzle lösen? So, muss ich das hier erstmal aktivieren, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt wieder aktiviere, dann ist das auf 3 oder? Ja, das muss ich erstmal hier alle aktivieren, nehme ich an, ne? Bonk. So, du zeigst die ganze Zeit irgendwo hin, also sollen wir da irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Okay, kann ich so ein Ding aktivieren? Aus dem Weg. Aha, ich bin zu schnell. Er kann mir gar nicht. Ja, Wände hochklettern müsste man können. Ne? Da ist eine Truhe. Oh. Eine neue Uhr. Ja, ich werde eine Menge stellare Jade hier, Jade bekommen, ne? No. Ich muss diese Kette wegtreten. Bisch. Oh mein Gott.
ほら、常識にも合っているし。嘘、wahnsinnig。大丈夫。私が少し操作して夢の泡を積み上げて、あなたたちを快適に軟着陸させてあげるわ。さあ、準備して。 Alles klar, wenn du das sagst, ne? Oh, wir sind schon runter. Oh nein, jetzt schon wieder so viele Fernseher. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich ein Ding wieder aktiviert. Ah, meine guten Herren, könnten wir uns vielleicht helfen? Sterben. Oh, ich liebe Bosse, die mich angreifen können, bevor ich irgendwas machen kann. Ne? So wunderbar, ne? Darf ich halt erstmal mit ihr. Dun, 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 dun. Ah, gib mir doch Nihility. Richtigkeit. Sprich mal auf Englisch. Ich glaube, ich heim mich einmal. Konterstellung aktiviert. Um aus Sicherheit einfach heilen. Und Sparkle und Silberwolf sind sehr low. Clara und jetzt kann ich den schwer nicht brechen, ne, ist klar. Aber Karten machen immer noch Schaden, ja. Ja, kommt der jetzt schon wieder dran? Na, warte. Na, den schaffen wir auch noch von den Karten, oder? Ja, da sind die anderen beiden tot, aber. Na, fahr ich einfach. Mein Gott. Keine Lust. Wir müssen uns nervig, die Kämpfe da. Okay, darf ich erstmal das einsammeln? Von hier fehlt übrigens auch noch ein Sticker, glaube ich, ne? Von hier habe ich noch keinen Sticker, glaube ich. Da ist ein Vögelchen. Ach. Pi, was machst du da? Ich mache die Arbeit von jemanden, von jedem. So nervig, alle sind immer so schlampig, Piep. Mit dieser Einstellung kann man keinen guten Traumwecker Vogel werden. Ich bin wütend, Piep. Kannst du mir bitte helfen, sie zu warnen, lieber Gast? Ich reiche dir Lady Vermillion eine Beschwerde ein, Piep. Okay. Wow. Man kann sich ja bewegen. Halt. Und so weiter hier. Das ist ein Puzzle. Das ist ein Fehler. Oder? Nein. Wenn einer war, dann ist sie jetzt tot. Haben wir hier Aufzüge? Bankettsaal. Muss ich da irgendwo Neues hin? Wo bin ich hier? Da ist eine Truhe. Also war ich ja noch nicht. So. Träume von Pinakoni. Ich nehme an, da waren Erfolg für Schatzton, ne? Ja. 120. Okay, konzentrieren wir uns auf die Story, meine Güte. Ich will ja noch durchkommen, mal. Ne? Ich lasse mich ja die ganze Zeit, die ganzen Schatzton und so, die kann ich ja noch offscreen einsammeln. Bikkuri shinai youni kiyotsukete.
これは蛍か。ええ、この部屋に残された彼女に関する記憶よ。地面のわずかな振動、スクリーンを横切る反射光、屋室の流れ、それを集めて断片的に再現したの。前後関係については少し整理する必要があるけれど、 急いでちょうだい。この規模の記憶の再現は私の消耗も激しいから。あの時彼が出会った、あれは私が間違っていなければきっと時計屋と関係がある。彼女、あなたの名前を挙げたな。 Nein, hat sie nicht. Sie hat nicht Daniro gesagt. Hm. Ich habe nicht den Namen Daniro gehört. Ich weiß gar nicht, wie der auf Japanisch heißt, der Hauptcharakter. In Genshin heißt er der Hauptcharakter Tabibiton, hä? Also Reisender. Aber ich weiß gar nicht, wie der Hauptcharakter in dem Spiel adressiert wird hier. Jemand Trailblazer, ne? Naja, was auch immer Trailblazer auf Japanisch heißt oder was das ist, ne? Sie heißt Hotaru in Japanisch, ne? Ich glaube, Hotaru bedeutet auch Glühwürmchen, ne? Wenn ich mich irre. Dann folgen wir mal ihren Erinnerungen. Gemütlichkeit. Sie sieht immer nur aus wie Corin aus Fire Emblem. Fire Emblem Fates, um genau zu sein. Aber jetzt kann ich ja nicht durch. Oder muss ich warten? Nein, hier geht's gar nicht durch. Mecca? Oh, das ist sowas von dieser eine Typ, ne? Sam. Ich weiß nicht, dass der Sam heißt. これまでの言葉から推測すると、蛍の同行者は 途中で彼女を裏切り、この部屋に閉じ込め、そして自分も行方不明になったということか。だがなぜ。Ist sie ein Stellar-Hunter? War Sam der Begleiter? Gehört sie zu Kafka und Silverwolf? 事情を知る人間を一人でも減らしたかったのか。あるいはこの記憶域にはもっと深い秘密が隠されていて、大きな魚を釣り上げるために餌が必要だったのかもしれない。蛍か。これはあくまで最悪の過程に過ぎないわ。 でも考えてもみて、この件の犯人が近くにいたとしたら、なぜ彼は私たちの調査を放置しているのかしら。彼にはもっと気になることまたは確認が必要なことがある。もしくは確認している最中なのかもしれないわね。横の廊下から出る以外 Ja, ich war dabei, als wir diese Katzen geguckt haben, Leute. Oh, Vögelchen. Vögelchen. Putsch.
Hey, Piep, hier ist vorhin auch ein kleines Mädchen vorbeigerannt. Piep, jetzt habe ich eigentlich einen geeigneten Platz zum Nachdenken gefunden, aber die Leute kommen ständig vorbei und stören mich. Ich muss mal einen anderen, einen ruhigeren Platz suchen. Piep, Piep, schau, ich gehe jetzt. Na gut. Gott, ey. Wir sind hier so lang. Oh, ich gehe nicht dahin. Alles klar. Okay, solche Kommentare sind echt nicht notwendig. Okay, wir waren dabei, wir haben es gesehen. Jetzt will ich sie jetzt nochmal anschauen, wie sie abgeboxt wird. Warum schauen wir uns das eigentlich nochmal alles an? Ja, okay. Kommt jetzt hier gleich zum Kampf. Oh. Müssen wir echt gegen den kämpfen? Such mal den hier. Gucken wir mal. Okay, darf ich das mal auswählen? Okay. Noch ein Wildboss? Oh, er hat aber nur einen. Ah. Okay. Er hat aber nur einen Balken. Also kann er ja nicht so stark sein, ne? Na, da war eigentlich doof. Spuren wir uns alle mal hoch. Das ist eine gute Musik hier. Also unser Angriff durch mal alle vorspulen, aber wenn er dann kommt, mach ich mal wieder langsamer. Okay. DHG der über. What? Wahrscheinlich war viel zu schnell. Soll Fähigkeitspunkte einsetzen oder irgendwie so was stand da gerade. Kann man halt irgendwo nachschauen. Ja, der Typ sieht richtig cool aus, ne? Irgendwie kann man da glaube ich nachgucken, ne? Für kleine Verbindung Feuerschaden zu und hat eine hohe Chance zu verbrennen. Geschütze Schwäche. Boah, lese ich, wenn ich alles durch. Gucken wir mal, was passiert. Meine Skillpunkte unten rechts sind am Leuchten. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Okay, irgendwie ist das da rot am Leuchten. Ist das gut oder schlecht? Ja, wir werden schon down kriegen. Ich weiß nicht, ob ich Fähigkeitspunkte benutzen soll oder nicht. No, what? Dauer! Bitte. Ja, aber vorgespult, verdammt. Muss schon sagen, da war so schnell. Ich
War mich gefällt, wenn du so ein angeweint bist. Verbannte Erde, ist das nicht so ein Name von einem Angriff im simulierten Universum? Vater Zerstörung. Oh Gott. Ich kontere alles und du bist schwach dagegen. Jetzt bist du nicht mehr schwach. Ich glaube, ich sollte mit dir mal normal angreifen, weil du eine Quantenschwäche hast. Und du hast eine Schwäche gegen meine Quanten. Da, ich hätte lieber meinen Heiler hier vorspulen sollen. Gott. Wir setzen nicht deine Ultimate Nummer ein. Verringert Zems geschmolzene Energie. Okay, ich soll Fähigkeitspunkte einsetzen. Aua. Oh, ich habe der Typ wird auch mal irgendwann spielbar. Den ich gerne als Charakter. Hast du von Natur aus 4 Schwächen oder? Machen wir das Feuer hier langsam aus? Ist das, was hier gerade passiert? Ja. Aber er hat nur das, er hat schon von Anfang an 3 Schwächen. Oh Mann. Da wird uns irgendwann umbringen. Aua. Oh Mann. Okay, er ist gebrochen. Ah, okay. Jetzt geht das Ding weg. Ah, schwarzer Schwan, hilf bitte. Ich glaube, ich muss meine Heilerin wieder hier. Damit sie dran kommt. Ja. So, den kriegen wir auf jeden Fall. Der Kampf ist einfacher als der letzte Kampf. Mal dich. Oh Gott, die Musik. Bin so gefährlich, ey. Ich tue mich mal überheilen. Habe ich gerade Dings AP verloren, weil ich meine Fähigkeiten eingesetzt habe? Ja, wir müssen ihn schwächen, damit den sein Feuer wieder ausgeht, ne? Aber das dauert voll lange. Oh Gott. Aber wir kriegen dich. Mein Gott, warum kommt der direkt schon wieder dran? Und sterb. Oh Gott. Alte Freunde, neue Freunde. Hallöchen, mein Hauptverdächtiger. Oh, das sah komisch aus. Ranger und Hunter sind zusammen. Ich habe
Ja, mit dem zusammengearbeitet. Ich wusste, ich konnte nicht trauen. Schwarzer Schwan, du. Ich habe einen Namen, entschuldige, was? Du bist ein Mörder, ne? Der hinter allen hier steckt, ne? Ich habe gesehen, wie sie nach rechts gelaufen ist, aber sie ist hinter ihm nicht mal aufgetaucht. いいね、そういう驚いた表情。僕大好きなんだよね。ぶっちゃけて言うけど、この読みって女は君が思ってるほど単純じゃない。自分は巡回レンジャーだって言ってたみたいだけど、彼女は司令の一人。使徒終局をもたらすもの。Warum ist dieser Text jetzt gelb? Was, wenn da jetzt so eine Frage steht? Warum ist der Text gelb? Welches ja nur den Tod und Endgültigkeit bringt. Ein Emanator? Wessen Emanator? Was ist das überhaupt? Junshuka, Kaimetsuka, Soretomo, Shuenka. Ma, sonna koto wa dou datte ii. Sorera wa unmei no betsu no sokumen. Dore mo onaji kekka wo sashiteru nda kara. Kampagne-Schilio-Ageo.君は、メーカー対抗、トフェトのアフリートを知ってるかい? Ich habe schon einmal gegen ihn gekämpft. Er hat ja so, ach, von denen haben wir doch so eine Nachricht bekommen, glaube ich. Ne, ich weiß nicht, ob ich das auch schon aufgenommen. Von denen haben wir hier so eine Nachricht gekämpft. Haben schon mal gegen gekämpft. 全然印象に残ってないみたいだね. Haben wir von denen nicht so eine Videonachricht bekommen über unseren Telefon? Ich weiß nicht, ob ich das schon aufgenommen habe. Nee, ich glaube, da war irgendwie diese Mission von Rune Mei, ne? Und Dr. Ratio. その太鼓の指導を受けて司法を焼き、略奪を行い、壊滅の意思を実践してる。他のアナイアレイトギャングすら彼らが見逃すことはない。ファミリーのお積みに何か問題があったのか、誰かが手を加えたのかは分からないけど、なぜかそいつらにも招待状が届いてしまったんだ。もちろん、栄華官邸は断ることなく押し寄せてきた。 宴の星を火の海にすると誓ってね。でも心配する必要はないよ。彼らは約束の場所には来ないから。なぜだかわかるかい？それはね、アフリートが死んだからさ。Okay. Was ist passiert? Wie zu erwarten? 彼らは約束の場所に向かう途中で全滅した。犯人は神業とも言うべき手口でアフリートを斬殺。アナイアレイトギャングが受け取った招待状を奪ったんだ。栄華官邸も崩壊してバラバラになった。その後、ピノコニーに到着した謎の巡回レンジャーはオルゴールを頼りにホテルにチェックインしたというわけさ。 まだ話を続ける必要はあるかい、マイフレンド。うん。あ、その他の場合は。巡回レンジャーは神出鬼没でお互いの交流も乏しい。隠れ身としては最高だ。彼女が口を割らない限り証拠はゼロだ。あ、シーバーでいいね、いいね、いいね。時間がかかる。 だから君が選んでくれ。今すぐ振り返ることなくここを離れて真実に近づく。Ja, meine Freunde sind immer noch hier, also.
あるいは僕の誘いを受け入れ、ピノコニーをひっくり返せるほどの真実を知るか。僕には君の助けが必要だから返事は待つけど、あまり長くは待てない。準備ができたらついてきてくれ。僕に協力するかどうかについては、その真実を見てから決めても遅くはないと思うけどね。ヨミがアイオンの指令。Weiß ich nicht. Ich traue dem nicht so ganz. So wie der schon redet. Demo, er hat mir die Möglichkeit gegeben. Noch einmal mit Black Swan zu sprechen. Ja, aber sie ist natürlich auch sehr vertrauenswürdig. Ne? Sie hat uns hier an den Typen verpfiffen. Wer ist der Mörder? Okay, wir sind immer noch nicht fertig hier. Also machen wir noch weiter ein bisschen. Schwarzer Schwan. Jeder von diesen Charakteren klingt so intrigisch irgendwie. Die haben alle irgendwie so eine Hinterhältigkeit in ihren Stimmen. Du kannst ja niemanden trauen. Du hast mich hintergangen. Kann ich Aventurin vertrauen? Du hast mich hintergangen. ここが安全な場所であることも事実でしょう。彼はあなたを必要としている。それはピノコニーを取り戻すために必要な一手なの。そして彼の能力は私が唯一無二の記憶を手に入れるのにも役立つ。Dafür habe ich dich gerne hintergangen。だから協力を承諾したのよ。ピノコニーでは誰もが嘘をつく可能性がある。もちろん、私も含めてね。Ich habe dich hintergangen, weil es halt so. この点については、反論しようとも、許してもらおうとも思わない。Okay. でも、覚えてる？私の言った。あなたたちの潜在能力を信じて。Sie hat aber Vertrauen in den anderen Typen.In seinem Potenzial. Also ja. Garden war Seikyu-Resscha, der Ginga zu erkunden, um die Zukunft zu erkunden. Okay, jetzt geht mir schon wieder zu lange. Okay, bist du bereit, mich aus diesem Speicherbereich zu bringen? So, alles andere interessiert mich nicht. Aber jetzt ist es nicht der Zeitpunkt. Du bist in Chaos und du bist in der Trauer.あの女の子が誰であれ、一人の生きた人間の終わるべきではない。Ja, sie ist ganz sicher tot. Na ja, wollen wir mal schauen. 消され、水に溶ける泡のように散ってしまったんだから。それでも、アベンチュリンさんを信じてほしい。Der hatte gelben Text, den kannst du nicht trauen. Einige Leute haben roten Text, einige haben gelben Text. Was ist das überhaupt? Was soll das bedeuten? Das ist voll neu, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Obwohl, Acheron hatte ja auch als einziges immer roten Text, ne? Jetzt hatte er gelben Text zum ersten Mal, oder? これ以上の無駄な犠牲を防ぐためにも、これが最善の選択なの。OK。どうぞ、行きましょう。私は、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 Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter spielen. Habe ich wirklich eine Wahl? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich eine Wahl habe. Ich will die Quest einfach hier heute erledigen. Aber das ein bisschen länger dauert. Ich will die Quest heute erledigen. Wird aber nicht mehr so lange dauern, ne? Ich nehme an, wer ist hier der Mörder? Wird hier auf...bezog sich auf Sam, ne? Und wir wissen jetzt, dass er der Mörder ist, ne?
Sie nehme ich nicht an, dass die Mission noch so lange dauern wird, oder? Wir haben ihn schon getroffen und so, ne? Muss ich noch tiefer in den Traum eintauchen? Den Raum betreten. ほら、今ちょうどあの時と同じ時間。そうだろ？完全に思い出した。あの時、僕は君にこう言ったんだ。ほら。 ゲームはもう始まっている。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。それでジャガーね、ロビン、ね。 Alter, Fortsetzung folgt. Rückblende. いい感じ。ああ、いけません。あなたはファミリーの誇り。その余計な感情があなたの完璧な音律に影響を。Ich hoffe natürlich, dass sie nicht tot ist, weil ich hätte sie gerne als spielbarer Charakter, wenn sie irgendwann mal rauskommt. Oder ist sie jemand anders? なんだか落ち込んでいるように見えるけれど、何かあったの？もしかしてあの時計屋から招待されたゲストのこと？ Ist Glühwein für Robin? So in Verkleidung oder irgendwie sowas? あ、すみません。あなたが帰ってきたばかりだということを忘れていました。この件については知りませんよね。いつからかピノコニーに死という名の悪夢が現れ、人々を無差別に襲い。 全ての人に精神的な死をもたらす。あ、これはファミリーが作り上げた夢の中ではどんな不幸もあってはなりません。ですが、それは無教の秩序と平和をひどく破壊した。なんと憎らしいことでしょう。そんなことが起こってたなんて。じゃあまた誰かが被害に遭ったの？ ええ、合わせて二人。一人は密航者、もう一人はあなたです。もういいでしょう、愚者。あなたの行いは私を失望させました。へえ、鋭いね、テバオちゃん。 調和の歌に間違いはない。愚者の言葉は最初は愚昧にして最後は横島なる凶暴となる。帰りなさい。その無教はあなたを歓迎しません。おりょうりょう、そんな仏教すらしないで。堅苦しい経典なんか引用しちゃって。 Also läuft sie jetzt hier einfach rum und niemand hält sie auf, oder was?
ても、まだファミリーは手を出せないでいるつもりなの？君の哀れな妹だって犠牲になったのに。もしかして彼女の仇を討つつもりがないとか？まだその時ではありません。運命の日が来たら、私は必ず後世に審判を下しましょう。すっごい、よく我慢できるね。本当に冷血なやつ。もしかしたら花火たちって話が合うかも。それじゃあさ、花火が君の妹の代わりにいろんな場所に顔を出してあげようか。君も人に知られたくないよね。もう調和セレモニーが開催できないってこと。ファミリーには目算がある。その狡猾な舌で二度と私の愛する妹を汚すな、愚者。はいはい、花火はただ必要ならいつでも手伝ってあげるって言いたかっただけ。手羽先にピアスをつけてる男の子なんて誰が無視できる。この Flügel als Ohren hat. Deswegen nennt sie ihn Hähnchen. Frag mich schon, was? Seine Anspielung an seine Beine oder irgendwie so? 犯人はすでに馬脚を表しました。そう遠くない未来。彼は己の策略によって身を滅ぼすでしょう。 Müssen Kopf größer als sie. 彼が悔い改めない限り。その剣は研ぎ澄まされ。Ich weiß nicht, ob mir der Gedanke gefällt, dass Sparkle hier der Hauptbösewicht irgendwie im Moment zu sein scheint. Das bedeutet, wir müssen sie irgendwann mal kämpfen. Das bedeutet, wir müssen sie vielleicht töten. Und das will ich nicht. Das sind meine Lieblingscharaktere bisher. Diese gute Nachricht, Beerdigung. Immer so Beschreibungen für einige Worte sind. So, wenn ich verhindern kann, dass ein Herz bricht. So, wer ist der Mörder? Abgeschlossen. So, 12 Meter. So, okay, wir sind noch nicht weit genug. Und Schicksalsfaden. Okay, ich habe eine Waffe bekommen. So, das Äquivalent von Waffen hier. Großer Kummer, kleine Stadt. Albtraum TV, das sind die Events, genau. Zwei Tage nur noch übrig, da muss ich mich halt ein bisschen ranhalten. Okay, cool. Dann sind wir ja in der Story gerade und das ordnet sich jetzt hier nach unten an oder ist ganz weg jetzt. Nein, ist das ganz weg. Nein. Das sind die ganzen Events, die ich hier gerade machen muss, ne? Ja. Oh, Gott sei Dank. Habe ich jetzt, ich hatte nur zwei Tage übrig, deswegen muss ich halt in den nächsten Tagen machen. Gut. Das ist das hier, ne? Das muss ich, ja, da muss ich das mal machen, ist kein Problem. Begleitermission, ich meine, die können wir auch irgendwann mal machen, ne? Aber erst einmal war es das hier von. Ich weiß ja nicht, wie schnell jetzt hier mal wieder was Neues kommt oder so. Ja, hier schreibt mich gerade jemand an hier mit so Quests hier. Die schreiben einen immer so an hier mit hier so was wie als nächstes und so kommt. Oh, meine Güte, diese Traumzeit. Na, hier kriegst du immer so Nebenquests, ne? Und nicht mal so Leute irgendwie so anschreiben. Diese den Lichtkegel, den ich gerade bekommen habe. Okay. Die Bewahrung, also Bewahrung, das ist, dann sind die Verteidigungsdinger, ne? Verteidigungspfade. Bewahrung. Ah, da haben wir Sparkle, da oben haben wir alle Chino, ne? Aber ne, Aventuri. Alle Chino ist hier der englische Name von ihr, diesen dieser einen Frau von Genshin Impact, von dem Fatui. Hört dem Effekt Widerstand des Drehers um 12%. Erhöht für jeden 100 Punkt Verteilung des Drehers den ursprünglichen Schaden um 0,8 bis zum Maximal. Ist auch nicht schlecht, dafür für Gebhardt gut. Okay, also das war's dann hier erstmal, ne? Die ganzen Events, die werde ich natürlich auf Screen spielen, ne? Weil das nehme ich jetzt nicht auch noch auf, ne? Aber hey, wir sind mal hier in der Story, ihr wisst mal hier, was hier so, weiß nicht, was mich hier so seit einem Jahr ungefähr hier beschäftigt, ne?
was ich ja so ungefähr seit einem Jahr am Spielen bin, ne? Weniger als ein Jahr. Und ja, das wird wahrscheinlich, selbst wenn jetzt irgendwie in den nächsten Tagen irgendwie die Story schon wieder weitergeht oder so, ich werde dann jetzt erstmal hier nicht so schnell machen, ne? Und ja, das war so mein, das waren jetzt hier bald 8 Folgen, ne? So 8 Folgen, so einen kleinen Rundgang von Honkai Star Rail. Ich weiß nicht, was für einen Eindruck dieses Spiel hier auf euch hinterlassen hat, ne? Aber ja, ich mag das Spiel. Ich finde, das Spiel macht ein bisschen mehr Bock als Genshin. Von den Charakteren, von der Story und so was, alles ein bisschen, ne? Hat ein paar gleiche Probleme mit den ganzen langen Dialogen, aber hat auch viele andere Sachen, die viel besser sind. Und ja, weiß nicht, ist ein Vogel versteckt. Oh ja, keine Ahnung. Also ja, für mich war es das jetzt fürs Erste. Ne? Ich weiß nicht, ob ich irgendwann noch mal irgendwie was hier von hochlade, wenn die Story weitergeht. Ich werde dann wahrscheinlich auch nur die Story hier euch zeigen, ne? Weil die Story, ich weiß nicht. Jedenfalls die von Pinakuni hier. Ne? Jetzt wollen wir die schon mal angefangen haben, ne? Damit auch alle wissen, wie das hier alles so ausgeht, ne? Die hier reingeschaut haben. Und ja. Na, fürs Erste war es das dann erstmal, ne? Von Honkai Star Rail, ne? Und ja, gut. Ich hoffe, euch hat das hier so ein bisschen gefallen. Ne? Mir hat es gefallen, ja, so ein bisschen davon aufzunehmen. Aber fürs Erste war es halt erstmal. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. Also nicht in der nächsten Folge, aber wo auch immer wir uns wiedersehen. Ne? Aber irgendwann wird hier schon die nächste Folge kommen. Wahrscheinlich, ne? Irgendwann mal. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao. Hey.